2. So, wir sind immer noch in dieser Eiswüste und müssen jetzt zurück. Moment, diese Richtung. Und ja. Was sollen wir da machen? Ah ja, einen Zwanierbau finden. Nebenbei töten wir uns ein paar Lindwürmer. Schmeckt auch nach Hühnchen. Einfach nur, um der Giftbeherrschung hier auch mal etwas näher zu kommen. Zählt ja seltsamerweise zur Maguma-Beherrschung. Hat mit dem Dschungel eigentlich nichts zu tun. Geil, ne? Aber Ja. solche Details, die interessieren halt keinen. Boah, alle schön herlocken hier. Ja, klar. Damit deine Macht Natürlich. richtig zieht. Gut, kannst du auch wieder nachlegen, damit du mehr Action kriegst. Jo, ich glaube, da muss ich mir noch mal wieder was besorgen. So. Ich glaube, mit dem habe ich schon gesprochen, aber ach, der darf doch labern. So. Bloß weiter. Was laberst du, Alter? Hochkommen wir da, glaube ich, nicht, oder? Doch, doch. Also, da sind wir ja Ach so, auch. das ist aber hintenrum, das braucht er nicht. Ja, Ja. brauchen wir nicht. Dupdi-dupdi-du. Nein, schweigt, kleiner Lehrling. Wie ich schon sagte, einige Kodan führten die Geister des Steins, andere die Geister des Wassers, der Pflanzen und Vögel und all dessen, was kriecht. So wie Vorgang. Aus Kodas Sicht hatte unser Stamm den Was Geist gibt's denn des hier oben? Feuers. Klein und mickrig wie er war, konnte er nur dahin, wohin die Kodan ihn trugen. Au. Während wir den Geist trugen, wuchs er und wurde schnell. Plötzlich trug er sich selbst und verbreitete sich in der ganzen Welt. Ah, hier ist eine Flammenschale in der Nähe, die Unterstützung braucht. Ja, das ist gut. Wir brauchen so Kleidungssachen von denen. Okay. Und die droppen die zufällig. Ja, was für ein Zufall. Also Brennt doch. keiner. Ne, da kommen sie jetzt. Obacht. Oh. Ja. Das sind da hinten für ein Portal. Ein verdorbener Sturm. Ah ja, verstehe. So, den haben wir. So. Oh, mein Banner hängt da. So, warte. Jo. Warte. Den Teddy nochmal anschlagen hier. Für was? Ja, das können wir nochmal machen. Wir Ja, aber sollten doch nee, immer das jeden Gleiche. an einsammeln, jeden mal ansprechen, sagtest du. Nee, die haben so fünf Geschichten, die sie erzählen.
Und die erzählen, glaube ich, alle erzählen die fünf gleichen. Und dann kriegt man Beherrschungspunkt. Erfahrungspunkte. Also hier diese. Okay. Dinger, also hat's einen. So, jetzt nähern wir uns. So langsam dem Gebiet an, des Baus. Ah, die Swania-Verkleidung. Beine habe ich schon mal. Und ein Herz kann man auch gleich machen, ja. Beine, ja. Helm. Irgendwas anderes? Ja, Brust. Drei Teile. Okay. Und natürlich voll. So, jetzt können wir hier noch. Habe ich alles? Was sind die Leute hier? Beine, Helm, Jacke fehlt mir noch. So, das Herz ist zumindest voll. Hose, Jacke, Helm habe ich, glaube ich. Ich schau mal gerade, was ich denn habe. Brust. Beine, Helm. Ja, ich habe alle drei. Drei Sachen. Brust, okay. Beine, Helm. Doppelklick drauf oder? Nee. Wenn wir da sind. Inventar auf. Achso. Also, dann bist du halt Friend von denen. Dann kannst du ja keinen mehr umbringen, falls du das noch wolltest. Ja, nö. Ein bisschen draufhauen. Aber wir können dann auch hin, eigentlich. Ja. Muss nur kurz schauen, wo. Warte, ich bin noch nicht so fertig. Mein Herz ist noch nicht ganz voll. Da, wo das Herz ist, dann. Bin ich hier in der Ecke? Ach, zum Herz. Da unten ist bei. Ja, war das nicht so? Ja, ich sehe gerade keinen grünen Punkt. Das ist. Ja, wir haben die. Jetzt können wir die Kleidung anklicken und dann. Wo? Warte. Ich war noch nicht so weit. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. Ach, da hinten. Ich war in der Ecke. Ach, da denn? Mein Herz voll machen. Ist es jetzt voll? Ja, jetzt ist es voll. So, dann können wir doppelklicken auf die Kleidung. Jo. Und jetzt bist du friendly. Und dann hier hoch. Hier. Ja. Das andere oder hier. Da. Das andere hier. Weil sonst kommt man an dieser Swania-Wache nicht vorbei. Okay, ist unsterblich. Ja. Natürlich. Und der knockt einen auch back, also hat man keine Chance. Das Schmelzelixier ist aufgebraucht. Geht und geht, bevor ich euch in Millionen Stücke haue, Knecht. Kommt nur zu. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe, grunzender Bastard? Ich kann helfen. Geht, bevor ihr könnt sprechen. Euch umgibt Kraft. So. Potenzial. Helfen machen Lixier. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das Zeug zum Hexer habt ihr offensichtlich nicht. Aber vielleicht könntet ihr mein Gehilfe sein. Hört gut zu. Erst geht ihr los und sammelt die Zutaten auf der Liste, die ich euch gebe. Danach müsst ihr die heißeste, sauberste Quelle finden. Wasser mit Feuer zu erhitzen genügt nicht. Es muss aus dem Herzen Tyrias sprudeln. Dort werdet ihr alles zusammen zu dem Elixier vermischen. Bringt es hierher zurück.
trink nicht davon. Verstanden? Trink nicht davon. Ja. Bring zurück. Ich finde das schön, wie sich der Helm so leicht mitbewegt, wenn er redet. Das ist super. Hier kannst du auch die Was Traum ist eigentlich, kaufen? Wenn wir irgendwann diese Rüstung mal ausziehen? Ja, wenn wir draußen sind. Ja, wenn wir draußen sind, aber können wir die dann wieder anziehen? Also nee, muss man neu holen, wenn man das Herz neu macht, aber man kriegt sie einfach, indem man das Herz kriegt, kriegt man es ja mit. Also ist auch wieder wiederholbare Herzen. Ja. Oh, hier ist ein Aussichtspunkt in der Nähe. Den würde ich, glaube ich, gerne holen. Der ist, wenn aber komm, zieh dich mal um. Umziehen? Lass mal alles töten. Gut. Ah, Moment, Beherrschungspunkt ist auch voll. Aha. Loop. Ja. Ah, und die Kleidung wird gerade schon wieder eingesammelt, ja. Heißt, man kann dann immer so eine Vorrat haben, eine Verkleidung. Genau. Oh, hier läuft gerade auch Waggern. Killing. Immer gut. Quaggan Killing. Naja, also, die wollen Quaggan killen und wir retten sie jetzt. Ach so. Weil wir gute Menschen sind. So, bisschen auf Entführer rumklöppeln. Brauchbare Alternative. Hier links ist noch ein antiker Schößling, habe ich gerade gesehen. Den will ich ja doch mitnehmen. Ja. Und wenn du dich mal umdrehst, siehst du jetzt hier den Drachenkopf, den sie hier basteln. Moment. Drachenkopf? Ja. Ach da, hier um die Ecke da. Am Fels vorbei. Ah, ja. Wollen die hier also Jorma quasi einen Eiskörper bauen? Sieht so aus, ja. Ah. So, und wir müssen erstmal auf den Kopf von dem Drachen. Das ist relativ wichtig. Okay, dann folge ich dir geflissentlich. Also man kommt hier irgendwo hoch. So, und jetzt muss man hier praktisch runterspringen, sofort umdrehen und in sein Maul rein. Okay. Ah, Beherrschungspunkt. Natürlich. Jam, 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 jam. So, und von hier kann man dann jetzt auch zum Aussichtspunkt fliegen. Sollte da nicht sein Gaumen sein? Kille, kille, kille. Ja. So um die Ecke rum und dann. Ah, da. Oh. Ja, jetzt hätte man auch mitbekommen, dass da ein Drachenkopf ist. So, und dann können wir. Und einer Sucher im Maul steht. So, jetzt kommen wir ins nächste Gebiet. Oh, schön. Und wenn ihr mal auf die Map guckt, dann seht ihr jetzt überall an diesen ganzen Feuerschalen sind teilweise Champs. Das ist so das Meta-Event, ne? Okay. So, und jetzt haben wir ein paar grüne Punkte. Grüne Kreise. Champions. Flammenschalen entzünden. Ach nee, das ist ja das andere. Findet die Quelle. Und Talg. Ja, dann runter hier, oder? Ja, ja. Oh. Ja.
Da knackst er sich mal wieder den Knöchel an. Aber sowas von. Wo ist eigentlich unser anderer? Ich das bin schon bei da vorne. Aber tot, oder? Nee. Ich nö. Der gleitet noch vor sich hin. Ich nö, ich töte auf dem Boden. Oh, da ist ein Champion hier in der Nähe. Wollen wir den machen? Ja, können wir probieren. Also ja, erstmal würde ich hier... Versuchen wir mal dran vorbeizulaufen. Waren ja Tyrann, okay. Der ist aber nicht so easy. Aber schaffen wir schon. So. Komm erstmal zu dir da hinten hin. Geh dran vorbei. So. Du bist tot? Ja, gleich. So. Au. Au, Mann. Was ist denn Blödsinn? Ich glaube, das wird schwer. Das geht aber. Ich laufe neu. Oh. Lebe noch gerade so. Aber ja, könnten wir, wenn er jetzt nicht zu häufig auf mich draufhaut. Jo, geschafft. Sehr schön. Oh, da brachte er richtig XP. Ja, ja. Jo. Oh, und da ist eine Kiste. Die sehe ich gerade erst. Wo ist eine Kiste? Beim Champion da, wo war der Champion war. Eine Champion-Kiste war da. Achso, die habe ich schon, ja. Also die spawnen hier, glaube ich, auch schneller, als wir sie töten. Ja, ja, das geht hier ratzfatz. Und die hauen auch ganz gut rein, ne? Ja, ganz gut Damage. Ja, ja. So, gehen wir mal in Richtung des Grünen. Ja. Frage ist, ist es nur hoch oder runter? Hoch. Ach mal, was verfolgt mich da denn? Hier durch, genau. Wie bist du da rumgekommen? Cheater. Cheater wollte ich gerade sagen. Bleib doch stehen jetzt. Au. So. Siehst du, und jetzt kriegst du schon Talg. So nebenher, ne? Ja. Bah. Aber die Truppen aber recht gut hier, ne? Ja, viel. Ja, das stimmt schon. Wo ist es? Rechts rüber, ne? Ein Stück. Aber wir können ja, ja hier mal Aussichtspunkt und so mitnehmen. Rechts Aussichtspunkt. Oh. Ich sehe den noch gar nicht auf der Karte. Ja, aber direkt vor dir. Vor uns. Ja, da ist ein Hüpfpilz und den nehmen wir gleich.
Ah, okay. Den Pilz sehe ich. Okay. Ah, jetzt schießt er wieder weg, ey. Sorry. Kriegt ihr hin? Ja. Ja. Ich versuche die vier das nicht. Das ist jetzt so ein ganz großer Baum, ne? So. Ah, okay. Ist ja gleich hier um die Ecke. So. Da ist auch noch im hier sind jetzt so ein Haufen in diesen Erdbeerdingern und auch noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit direkt im Norden. Okay, da schauen wir uns gleich an. Aber mit... Das hier ist gerade ein guter Punkt. Ja, ihr seid schon weiter. Um einen Cut zu machen, wollte ich sagen. Natürlich. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.